Als ob ich gerade ihren Finger abnutsche. Nein! Nein! Frag mich einfach nicht, was ich hier gerade mache. Es macht absolut keinen Sinn. Ich schwimme gerade in irgendeinem Fluss hier entlang. Ein bisschen Kohl für dich zum Essen. Ja, das schmeckt dir am besten. Ne? Unterschätze niemals diesen Charakter. Lumos. Ja, Junge. Ja. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Alles doch gewesen. Dreh dich mal ganz kurz. Ich sag mal so, kannst du tragen. Bist du verweichlicht? Momo, Spritz. Freunde, kurz vor Retalk, ich finde das halt echt geil. Applaus an unsere Teilnehmer heute hier. Geht schon Spaß. Jamie Bubbles. Habt ihr Spaß? Jamie Bubbles. Ich fliege raus gleich. Das wird einfach random. Check. Oh, das war auch so heftig. Das war auch so. Ich krieg die Dartscheibe. Ich krieg als, die Dartscheibe. Als Erinnerung. Dankeschön. Freund ist zu Hause und lässt dich so auf die Gamescom. WT01379 für Fabian. Wählt die Endziffer 05 für Ariella und die Endziffer 07 für Boris. Ihr euch das hier an? Was mache ich hier eigentlich für einen Dreck die ganze Zeit? Ist ja voll blöd. So, Freunde, damit herzlich willkommen zum Danke-Video 2023. Und ihr seht schon, es ist dieses Jahr etwas anders als die letzten Jahre. Die letzten Jahre saß ich ja immer in meinem Zimmer, habe dort die großen Highlights Revue passieren lassen. Und dieses Jahr habe ich sogar das Highlight-Video nochmal vor das Danke-Video hier geschnitten, damit man einfach nochmal die ganzen Highlights beisammen hat. Und ich bin draußen in der Wildnis, Freunde. Es sieht schon fast aus wie ein kleiner Vlog, aber ich bin hier mitten in der Wildnis. Und ja, hat auch ein bisschen seine Gründe, werde ich euch gleich erzählen. Ich werde mich jetzt erstmal hinsetzen. Wir werden das heute ein bisschen lockerer hier gestalten, Freunde. Die Begründung kommt gleich. Ich setze mich jetzt erstmal hier hin. Ganz, ganz kleinen Moment. 12 Sekunden später. So, und zwar, das hier wird jetzt sozusagen der Winkel sein. Ist ein bisschen komisch, glaube ich, weil wir einfach einen anderen Winkel gewöhnt sind. Aber ich wollte dieses Video dieses Jahr unbedingt draußen drehen, beziehungsweise einfach in einer anderen Location. Einfach, weil ich dieses Jahr ein bisschen Schwierigkeiten habe, das Danke-Video aufzunehmen. Ich habe wirklich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Das liegt gar nicht daran, dass nichts passiert ist dieses Jahr. Freunde, es ist ultra viel passiert. Guck mal, ich habe mir hier sogar einen Blog aufgeschrieben. Ich hatte es euch auf Twitch immer auch wieder gesagt gehabt. Ich habe sogar, ich glaube, 8 oder 9 volle DIN A4 Seiten hier komplett mit Stichpunkten gefüllt, was dieses Jahr als passiert ist. Habe sogar die ersten 8 Monate wie gewohnt aufgenommen gehabt in meinem Zimmer. Allerdings muss ich sagen, es ist mittlerweile so viel passiert in der Zwischenzeit nochmal, dass ich sehr, sehr viele Momente, die einfach Anfang des Jahres passiert sind oder auch die während des Jahres passiert sind, dass ich einfach nicht mehr so fühle, wie sie damals entstanden sind oder wie ich sie damals gefühlt habe und jetzt einfach einen anderen Wert für mich haben. Und deshalb fällt es mir sehr, sehr schwer, dieses Jahr Revue passieren zu lassen. Weil ansonsten konnte ich immer von Anfang bis Ende euch alles erzählen, was irgendwie halbwegs was Positives war, richtig ausführlich auf alles eingehen. Und das ist dieses Jahr einfach bei mir nicht gegeben. Und deshalb fällt es mir voll schwer,
schwer zu unterscheiden, was kann ich erzählen und was kann ich nicht erzählen, weil auch sehr viel einfach vermischt wurde dieses Jahr, was eben Twitch betrifft, und ich sehe ja Twitch als in Anführungszeichen Business an, Twitch ist ja sozusagen mein öffentliches Leben, und dieses Jahr wurde von Twitch so viel mit meinem privaten Leben vermischt, dass man Bekanntschaften gemacht hat privat, dass Sachen privat vorgefallen sind, dass einfach Sachen privat sich abgespielt haben, die ja nichts mit der Öffentlichkeit zu tun haben, allerdings halt Hand in Hand gehen, und das ist alles mega schwer für mich, da halt irgendwo einen Schlussstrich zu ziehen, beziehungsweise zu sagen, okay, das kann ich erzählen, das kann ich nicht erzählen. Freunde, ich weiß, ich mache mir das selber voll in den Kopf, aber das ist einfach das Leben seit 24. Woo, geiles Ding. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, so wie wir immer anfangen. Und zwar mit den Zahlen, auf die ich ja eigentlich gar keinen Wert lege, aber die wir trotzdem so traditionell immer wieder sagen, um so zu gucken, wo wir stehen. Und zwar, Freunde, dieses Jahr war von den Zahlen her das schlechteste Jahr, was wir jemals hatten. Weil meine Followerzahlen sind auf Twitch von 502 auf 587 gestiegen. Das sind 85 Follower. Ist unser schlechtestes Jahr gewesen, obwohl ich am aktivsten war aller Zeiten. Freunde, wir haben öfters als jeden zweiten Tag gestreamt. Und wir haben auch weniger Follower gemacht als in allen Jahren, wo ich bisher streame. Freunde, ich höre auf mit Stream. Ich sag's, wie es ist. Das lohnt sich halt gar nicht. Kleines Ding. Freunde, und auf YouTube lief es auch nicht so viel besser. Dort sind wir von 168 Abonnenten auf 203 Abonnenten hochgekommen. Dafür, dass ich da über die Hälfte des Jahres jede Woche ein Video rausgehauen habe, es irgendwie geschafft habe, mich unter der Woche, obwohl ich Vollzeit gearbeitet habe, mich 40 Stunden an den PC zu setzen, plus streamen noch, plus alles andere, da ich es geschafft habe, wirklich ein halbes Jahr lang jede Woche ein Video rauszuhauen, was 40 Stunden Arbeit beinhaltet. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Wirklich heute, ich bin anderer Animike. Wir werden gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber wie ich das geschafft habe, ich habe keine Ahnung. So viel zu den Zahlen, so viel zu dem Jahr, was bei Animike24 statistisch gesehen abging. Es ist absolut wild gewesen. Ich sag's, wie es ist. So, und ich würde sagen, ich gucke jetzt trotzdem so nebenher immer wieder so meine Notizen hier rein und guck mal, was ich so ansprechen kann. Wie gesagt, ich möchte das dieses Jahr gar nicht so krass im Detail machen. Solche Sachen wie, dass wir am Anfang des Jahres so einen Stream hatten, wo wir das letzte Jahr Revue passieren haben lassen und bis 2 Uhr morgens ganz, ganz viele Leute dabei waren. Das ist ultra geil gewesen. Das war mega, mega lieb und das war zu dem Zeitpunkt ein richtig geiler Vibe. Aber ich weiß nicht, ich fühle dieses Jahr irgendwie es nicht, ein richtig krass ausführliches Video zu machen. Ich habe hier wirklich mega viel aufgeschrieben, weil ich dankbar bin, aber ich möchte das dann nicht ganz so in die Länge ziehen dieses Jahr, weil, ja, ist vielleicht jetzt nicht ganz so emotional wie die letzten Jahre und es kommt vielleicht ein bisschen abgehoben rüber, das kann auch tatsächlich sein, aber ich möchte dieses Jahr wirklich nur so die Highlights hervorheben. Zum Beispiel, was auch dieses Jahr gewesen ist, im Februar, haben wir ein Poster rausgebracht, das ist auch nur durch den Stream entstanden, das beste Schaf der Welt, ein YouTube-Thumbnail, was ich kreiert habe, was ich ultra weggefeiert habe und das habe ich dann im Chat gezeigt und ihr habt dann gesagt, ey Junge, das als Poster wäre ultra geil, haben wir dann gemacht, deshalb in einigen Zimmern Deutschlands hängt ab dieses Jahr das erste offizielle Einweg24-Poster, richtig, richtig witzig und ja, dann aber auch schon im Frühjahr ging dann so das erste große Highlight los und zwar das Starts-Event, das Moto Lustig und ich auf die Beine gestellt haben. Unser erstes Twitch-Event, das wir gemeinsam oder auch ich alleine, ich hatte ja damals das Sommerfest mit It's Christmas gehabt, wo ich eher so dazu geholt wurde, wo ich eigentlich gar nichts mitgeplant habe, sondern eigentlich eher die Planung über It's Christmas ablief. Trotzdem hieß es das It's Christmas Dynamic 24 Sommerfest. Kann man warum? Lul. Und auf jeden Fall das jetzt war so das erste Event gewesen, was ich wirklich dann so aktiv mit Moto Lustig mit gemeinsam geplant habe. Und das war so krass gewesen. Das ging, wie gesagt, schon bereits im Frühjahr los. So Januar, Februar, beziehungsweise seit letztem Jahr hatten wir das schon im Kopf gehabt. Auf jeden Fall so im Januar ist dann so die richtige Planung gestartet. Wir hatten dann ultra die Probleme gehabt, eine Location zu finden. Eigentlich ansonsten stand alles, wie wir die Technik umsetzen wollen, wie wir als Teilnehmer haben wollen. Das haben wir als relativ schnell ausgefuchst gehabt. Es ging eher darum, welche Location nehmen wir? Wo kriegen wir eine Location her? Was kann man als Location verwenden? Weil dort gab es zwar einige Locations, aber die haben so krass viel im Preis gekostet, dass wir da gar nicht irgendwie drauf klarkamen, okay, wie sollen wir eine Location bezahlen können? Oder was lohnt sich hier für unser Twitch-Event? Und wir sind ja relativ kleine Twitch-Streamer. Was lohnt sich dort als Location zu nehmen? Das hatten wir sogar vor einem kurzen Zeitraum sogar dann aufgegeben gehabt, bis dann von Motolustig jemand im Chat gewesen ist. Sinius CX, glaube ich, hieß er ungefähr. Mit dem hatten wir dann nochmal einen kleinen Discord-Call gehabt und er hat uns dann nochmal eine neue Idee quasi geliefert, einen neuen Denkanstoß, sodass Superchicks, unsere Managerin, beziehungsweise meine Managerin, jetzt aber auch irgendwie von Motolustig so ein bisschen, kann man glaube ich sagen, die dann das für uns geklärt hat und dann wirklich eine Location gefunden hat und dann ging unsere Planung so komplett los. Moto und ich, wir haben uns nochmal bei Superchicks zu Hause getroffen. Junge, das ist auch überhaupt nicht selbstverständlich, weil Motolustig muss auch, ich glaube, 5 Stunden bis zu Superchicks hinfahren, da habe ich es schon fast luxuriös mit meinen knapp 3 Stunden. Und ja, dann haben wir uns bei Superchicks nochmal getroffen, haben dort einen richtig witzigen Trailer gedreht und haben dann den Trailer hochgeladen, unsere Community eingeladen und dann war es eben so gewesen, dass wir ein richtig geiles Starts-Event hatten im Mai, wo auch Leute wirklich stundenlang Autofahrten oder Zugfahrten auf sich genommen hatten, die glaube ich auch bis 6-7 Stunden lang gedauert haben und das war überhaupt nicht selbstverständlich gewesen, das war so krass gewesen, dass wirklich die Community auch so Bock drauf hatte, wir dann auch ein richtig geiles Starts-Event hatten, was ehrlicherweise nicht so gut war von der Planung her. Wir haben, ich glaube, wir hatten angesetzt so ungefähr 6-7 Stunden für das Starts-Turnier, im Endeffekt wurden es ja knapp 11-12 Stunden und es war sehr, sehr anstrengend.
anstrengend gewesen, weil in dem Raum auch irgendwann keine Luft mehr war. Wir konnten auch nicht so gut lüften dort. Es war schon sehr, sehr anstrengend gewesen. Es hat sich ultra krass in die Länge gezogen, weil ich das Ganze sehr, sehr überschätzt hatte, was den Zeitraum von einem Format, von einem Darts-Format betrifft. Deshalb, das war nicht so ganz gut geplant gewesen. Allerdings hat es mich dann trotzdem ultra gefreut im Nachhinein von eigentlich allen Teilnehmern zu hören oder auch vom Chat, dass im Chat erstmal alles positiv gewesen ist und auch von den Teilnehmern im Nachhinein zu hören, ey, sie würden es auf jeden Fall wieder tun. Keiner hat sich irgendwie beschwert, ey, das war richtiger Müll gewesen, ich möchte da nie wiederkommen. Und eigentlich jeder hat gesagt, ey, wenn ihr das nochmal macht, ich wäre sehr, sehr gerne wieder dabei. Das war richtig cool gewesen und vor allem weiß ich auch noch nach dem Darts-Turnier, ich musste am nächsten Tag, ich glaube, um 7 Uhr wieder aufstehen. Ich war erst um 3 Uhr morgens im Bett gewesen, also knapp 4 Stunden Schlaf und trotzdem war ich noch wirklich mindestens eine Stunde lang am Handy gewesen, weil ich so viele Nachrichten bekommen habe. Über Instagram, über Discord, sogar über SMS habe ich dann Nachrichten bekommen, wie cool dieses Event gewesen ist, wie Bock das gemacht hat, wie schön das gewesen ist. Und das hat mich wirklich richtig krass gefreut. Und das war auch so ein Feeling. Das war so richtig cool gewesen, weil jeder war nach diesem Event vor Ort dann getrennt gewesen. Jeder lag dann bei sich zu Hause im Bett oder hatte jetzt wieder sein eigenes Leben vor sich gehabt. Und trotzdem war man noch so connected gewesen. Man hat Bilder ausgetauscht, man hat miteinander kommuniziert, man hat noch gesagt, ey, wie cool war das und das gewesen. Das war so ein cooler Vibe einfach gewesen nach dem Event. Und auch während dem Event, wie das alles dort aussah, wie das alles aufgebaut hat mit der Technik in der einen Ecke, mit der riesigen Leinwand vorne, mit einem Projektor, dass wir sogar selber unseren Stream auf der Leinwand sehen konnten. Das war für unsere Verhältnisse so krass professionell umgesetzt. Wirklich eines der absoluten Highlights dieses Jahr. Und vor allem auch Motto Lustig, den kenne ich jetzt seit über einem Jahr, also mittlerweile seit sogar fast 2 Jahren. Ich glaube so März, April haben wir uns kennengelernt letztes Jahr. Und dass das jetzt daraus entstanden ist, mittlerweile sogar noch viel mehr hinter der Kamera passiert, dass wir wirklich mittlerweile eigentlich, was für eigentlich, wirklich sehr gute, wenn nicht sogar beste Freunde geworden sind. Ich Motto Lustig eigentlich alles erzählen kann, was bei mir im Leben abgeht. Und das ist für mich immer mega, mega wichtig, wenn ich mich da nirgends irgendwie einschränken muss, was meine Redensart oder mein Mitteilungsbedürfnis eben betrifft. Wirklich Motto Lustig, damit hat sich so viel ergeben dieses Jahr. Und vor allem dieses Darts-Event, glaube ich, hat so auf ein nächstes Level gebracht, weil man einfach so ein Event gemeinsam geplant hat. Man weiß, Motto Lustig und ich, wir fühlen das beide eigentlich genau gleich, was Twitch und YouTube etc. betrifft. Mit unserer Leidenschaft, mit unserem Hobby hier, Videos zu drehen, euch zu unterhalten. Das ist einfach so cool, dass sich mit Motto und mir da so eine krasse Freundschaft gegeben hat. Und auch wirklich danke an jeden Einzelnen aus der Community und auch an jeden Zuschauer zu Hause, der dieses Darts-Turnier irgendwie mitgestaltet hat, der dort mit dabei war, der im Chat mit dabei gewesen ist. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen, weil dieses Event war eines der ganz, ganz großen Highlights 2023 gewesen für mich. Abgesehen vom Darts-Turnier hatten wir aber auch noch andere krasse Sachen gehabt dieses Jahr. Zum Beispiel habe ich auch auf der Comic-Con in Dortmund, habe ich dieses Jahr einen Zeichner kennengelernt, dessen Zeichnung ich ultra krass fand. Ich habe noch nie so viel Geld für eine Zeichnung ausgegeben. Hashtag 100 Euro, lol, dreistelliger Bereich. Auf jeden Fall hat dieser Künstler im Nachhinein gemerkt, dass ich auch so Twitch-Streamer bin, YouTuber, Influencer, keine Ahnung. Und danach ist dann so ein Kontakt entstanden, beziehungsweise wurde ich angeschrieben von diesem Künstler. Ey, hättest du Bock auf ein kleines Giveaway für deine Community? Und das war voll krass gewesen für mich, weil ich ja seine Kunstwerke komplett krass gefeiert habe. Und dass er mir dann anbietet, ey, für die Community so eine Kooperation einzugehen, dass wir von ihm Kunstwerke verlosen dürfen, von mir noch ein paar Sonnenbrillen dazulegen, Sticker etc., dass wir das so gemeinsam gemacht haben. Boah, guckt euch mal, jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, richtig, richtig geil. Dass wir da so eine gemeinsame Sache machen konnten, ein Gewinnspiel für die Community, wo ihr eigentlich nur Plus machen konntet, war ultra geil gewesen. Das war auch nochmal vielen Dank an Arts bei Mac für diese krasse Kooperation dieses Jahr. War für mich ein Highlight gewesen, war für mich eine Premiere gewesen, zum ersten Mal sowas zu machen. Deshalb, ey, das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich habe mich mega geehrt gefühlt und vor allem, dass meine Community, wie gesagt, dort eins dieser krassen Kunstwerke gewinnen konnte. Ey, das war für mich eine riesige Ehre gewesen, hat mich auch ultra, ultra, ultra krass gefreut gehabt. Dann, wo wir gerade hier beim Thema Messen sind, das war jetzt auch dieses Jahr auch ein Ding gewesen. Wir haben dieses Jahr einjähriges Jubiläum quasi gefeiert von den Animag 24 Vlogs auf Conventions. Und Freunde, es ist mittlerweile eigentlich schon fast, ich habe mich mittlerweile fast dran gewöhnt, aber es war im Sommer ultra krass gewesen, als ich das erste Mal auf einer Convention erkannt worden bin und nach einem Foto etc. gefragt worden bin. Das war richtig, richtig cool gewesen. Vor allem, das war auf der NonkiCon in Speyer gewesen, wo wir gar nicht gedreht haben, wo wir einfach nur privat gewesen sind. Und ich weiß noch, wie Brian Jeffries, Samuel Jojo und ich, das heilige Trio, einfach nur so die Straße entlang gelaufen sind, zur Halle hin. Und wir haben noch gerade drüber geredet. Ich habe gerade noch zu den Jungs gesagt, ey, guck mal, ich glaube, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir hier erkannt werden könnten bald auf der Convention, weil wir haben ja eigentlich genau diese Zielgruppe. Mit den Videos, mit den Vlogs, die wir machen, sprechen wir ja genau die Leute an, die auf solche Cons gehen. Deshalb ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass man eventuell irgendwann mal in der Zukunft erkannt werden könnte von irgendjemandem, der auf der Convention ist und dass einem einfach so gesagt wird, ey, ich kenne eure Videos, ne? Und wirklich eigentlich noch, es war nicht mal 5 Minuten später gewesen, nachdem ich das gesagt hatte. Es war gefühlt noch genau im selben Satz gewesen. Wir laufen so in Richtung von der Halle und da stand so eine kleine Gruppe von 3, 4 Personen und der eine zeigt so auf mich und sagt noch so, ey, du bist dieser YouTuber,
Animalk24, Junge, und ich so, Junge, es kann nicht sein. Ich bin komplett ausgerastet. Wie kann ich hier erkannt werden, noch im selben Moment, wo ich das gerade erzählt habe? Wie kann es sein, dass das genau jetzt eingetroffen ist? Das ist doch ultra crazy, das ist doch ultra krass, dass das jetzt so geschehen ist. Das war so ein krasser Moment gewesen. Und Freunde, seitdem, ich wurde wirklich, Hashtag abgehoben, ich wurde wirklich danach, ich glaube, auf jeder Messe von jemandem angesprochen. Auch wenn es manchmal dieselben Personen gewesen sind, trotzdem, ich wurde immer von mindestens einer Person angesprochen, die unsere Videos auf YouTube kannte. Das ist so krass gewesen. Ich glaube, einer der krassesten Momente war noch im Oktober gewesen, als ich bei Motolustig auch war. Motolustig zum ersten Mal dann so privat mal verabredet. Wir sind zusammen auf die Polaris gegangen in Hamburg, auch eine Anime-Convention. Und dort war es auch gewesen, wirklich. Ich habe nicht gefilmt. Und dann noch in Hamburg, ne? Hamburg, 1000 Jahre weit weg von Frankfurt. Da dachte ich ja niemals, dass ich dort erkannt werde. Ich laufe dort zwischen zwei Hallen umher. Und wirklich, plötzlich ruft mir so einer zu, ey, hier, warte mal kurz. Ich drehe mich um und er sagt einfach so, ey, ich kenne deine Videos. Ich habe dich irgendwie durch den Buchmesse-Vlog, habe ich dich zum ersten Mal so erlebt gehabt. Und ey, wirklich richtig geile Videos und so. Können wir kurz ein Foto machen? Und Freunde, sowas, ey, wirklich, das hat mich so ultra krass gefreut. Und das war richtig, richtig cool gewesen. Vor allem in der Phase, wo ich dann gesteckt habe, wo wir gleich noch mal drauf eingehen werden, was ich dieses Jahr für eine krasse negative Phase auch mitgemacht habe. Das war richtig, richtig cool gewesen. Oder einfach allgemein, dass ich mittlerweile auf solchen Messen erkannt werde. Vor allem für unsere Reichweite. Wir haben gerade mal 203 Abonnenten, wie gesagt. Meine Videos haben selten Aufrufe im höheren dreistelligen Bereich. Das ist alles wirklich komplett im kleinen Bereich gehalten hier. Klar, ich stecke mein ganzes Leben rein in diese Videos gefühlt. Aber wirklich erkannt zu werden dann von Personen, von random Personen auf solchen Messen. Freunde, es gibt fast kein schöneres Gefühl. Das ist immer wieder cool, sowas zu erleben. Deshalb, Freunde, wenn ihr mich seht, sprecht mich gerne an. Ich bin da für euch. Wir können gerne ein bisschen reden. Ich bin immer da. Ich nehme immer gerne Zeit. Richtig, richtig cooles Ding auf jeden Fall. Dann auch noch ein riesiges Ding, was dieses Jahr geschehen ist. Und zwar, das war bereits nach der Wimaikai gewesen, also noch vor der Nonkicon. Wir waren einfach auf der Wimaikai, haben da ein Video gedreht. Und dann ein paar Tage nach der Wimaikai wurde ich von zwei Cosplayerinnen angeschrieben. Ey, hier, wir waren auf der Wimaikai gewesen, weil wir noch vorher dein Video gesehen hatten auf YouTube vom letzten Jahr der Wimaikai. Und wir sind eigentlich nur deshalb dort hingekommen. Und wir fanden es ultra krass, dich dort zu sehen. Aber wir haben uns nicht getraut, euch anzusprechen. Und ich so, yo, was geht denn jetzt ab? Ich habe das Brian Jeffries mit Jojo geschrieben. Freunde, das sind wirklich Leute auf die Wimaikai gekommen, haben uns gesehen und haben sich nicht getraut, uns anzusprechen. Haben gemeint, jo, die hatten Herzrasen gehabt, die waren aufgeregt gewesen, die wussten nicht, jo, was denken wir davon, wenn wir jetzt angesprochen werden? Freunde, hätten die mich in dem Moment angesprochen, ich hätte die einfach nur zusammengeschrien, weil ich mich selber ultra gefreut hätte und das niemals geglaubt hätte, was hier gerade abgeht. Habe ich denen auch genauso geschrieben. Und ja, das waren, kennt ihr mittlerweile auch die Namen, Sakesaki und Chiara gewesen. Die beiden Legenden dann noch vom späteren legendären Interview auf der Gamescom. Hashtag Marc Schradin, Hashtag dreh dich mal. Hashtag, ich sag mal so, kannst du tragen. Das waren genau diese beiden Damen gewesen. Und mit denen hat sich mittlerweile auch so eine Freundschaft entwickelt. Und das ist auch unter anderem so ein Teil, der durch YouTube, zwar Twitch auch ein bisschen entstanden ist, aber für mich absolut privat abläuft. Also das ist so eine Freundschaft und eine der ganz, ganz seltenen Dinge, die ich mittlerweile habe, dass ich etwas wirklich komplett privat sehe. Dass ich das gar nicht so irgendwie mit YouTube, Twitch in Verbindung bringe, das gar nicht so krass in die Öffentlichkeit tragen möchte, mit irgendwie Instagram-Stories, mit irgendwie YouTube-Videos, irgendwie groß auf Twitch alles darüber erzählen, was alles abgegangen ist. Sondern wirklich diese Freundschaft, die daraus entstanden ist, weil wir uns auf der Dokomi dann zum ersten Mal persönlich kennengelernt haben und uns dann auch verabredet haben, so für die nächsten Messen, dass wir auch gemeinsam über die nächsten Messen laufen können. Hashtag Maimatsuri, Hashtag Gamescom, Hashtag Konichi. Haben wir gesagt, ey, können wir auch gerne uns privat als Gruppe treffen, was ultra krass cool gewesen ist. Aber ich diese Freundschaft einfach zum ersten Mal wieder als so richtig privat gesehen habe, dass ich wirklich gesagt habe, ey, diese Freundschaft ist für mich privat entstanden. Klar, durch YouTube irgendwie, aber trotzdem, alles, was wir privat erlebt haben, ich habe gar nicht das Bedürfnis. Und Freunde, das ist wirklich fast schon besonders bei mir, wenn ich sage, ey, ich habe gar nicht das Bedürfnis, mein Handy rauszuholen, jetzt den Leuten euch davon zu erzählen. Und ich lasse euch ultra gerne in meinem Leben teilhaben. Aber ich habe es einfach mal genossen, mit Chiara, mit Sakesaki, mit auch Lucy mit dabei, die ja auch YouTuberin ist. Ich habe es einfach mal genossen, mit denen so privat die Zeit zu genießen und einfach mal wirklich in Real Life die Zeit zu genießen, ohne die ganze Zeit das Handy rauszuholen. Ich habe das mega genossen. Das war richtig, richtig schön gewesen. Und ich finde es auch richtig cool, dass da so eine Freundschaft entstanden ist, wo man jetzt wenigstens dann zumindest auf den Messen auf jeden Fall zusammen rumlaufen kann. Es ist wirklich richtig, richtig cool und ja, das war richtig schön gewesen, in diesem Sommer die kennenzulernen und vor allem dann auch im August über drei Messen am drei Wochenenden back-to-back zu laufen. Das war richtig cool gewesen, hat meinen Sommer auch um einiges schöner gemacht, als er wahrscheinlich sonst gewesen wäre. Aber jetzt kommen wir zum etwas negativen Teil von diesem Jahr. Und zwar zu meiner etwas depressiven Phase, die ich so noch nie gehabt hatte in meinem Leben. Und zwar, Freunde, ihr kennt davon nicht wissen, dass ich habe Anfang des Jahres einen neuen Job angenommen von meiner Zeitarbeitsfirma. Ich war in einer Zeitarbeitsfirma drin gewesen. Und ja, das war für mich der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe. Warum? Weil ich dort einerseits nicht eingearbeitet wurde. Wirklich, ich saß dort ein halbes Jahr lang eigentlich nur rum. Keiner hat mich eingearbeitet. Es wurde immer so gesagt, ja, hier müssen wir mal gucken und hier und dann. Aber im Endeffekt wusste ich ein halbes Jahr lang nicht, was ich dort eigentlich mache und saß eigentlich von morgens bis abends
Ganzen rum. Dazu kam dann noch ein ultra toxisches Umfeld auf der Arbeit, dass dort wirklich die ganze Zeit gelästert wurde, dort gar keine Teamgemeinschaft irgendwie da war. Es wurde nur über den einen oder anderen abgelästert. Dann auch hier, ihr wisst es, Freunde, ich bin vegan, es liegt mir auch am Herzen. Und deshalb hat es mich irgendwie sehr krass verletzt, wenn ich da gemerkt habe, dass die Leute um mich herum, dass die einfach out of nowhere so krass darüber ablästern mussten. Die ganze Zeit, 24/7, ging es gefühlt, nur weil in unserem Cafeteria-Plan ein vegetarisches Gericht angeboten wurde, haben die sich alle so darüber in Rage geredet, yo, wie schlimm das ist und yo, wie ekelhaft und hier, dass man darüber ja gar nicht alle lebensnotwendigen Proteine etc. aufnehmen kann. Die haben das so krass die ganze Zeit belächelt und in den Dreck gezogen etc. Das hat mich aber alles so krass negativ beeinflusst, weil ich einfach mit keinem auf der Arbeit gut klargekommen bin. Ich, wie gesagt, ein halbes Jahr lang dort immer nicht wusste, was ich eigentlich mache und ich eigentlich nur aufgestanden bin, um dort dann rumzusitzen und es mir überhaupt gar nicht gut ging auf der Arbeit. Und das klingt jetzt vielleicht für einige von euch wie der Traum, auf die Arbeit zu gehen, nichts machen zu müssen. Freunde, das klingt vielleicht wie der Traum, allerdings, wenn du das wirklich länger als ein halbes Jahr machen musst oder wirklich mal eine längere Zeit machst, ohne einen Plan zu haben, was du eigentlich da machst, wirklich aufstehst, um nichts zu machen, das zehrt ganz schön an deinen Kräften und nimmt dich wirklich auch sehr, 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 sehr mental mit. Und deshalb war das dann der hauptsächliche Grund gewesen, beziehungsweise dann der Kombination, dass ich eben in YouTube so 100% reingegangen bin, dass ich in YouTube wirklich in einer Woche 40 Stunden lang am Video gesessen habe, obwohl ich Vollzeit gearbeitet habe, also gearbeitet in Anführungszeichen, aber halt trotzdem Vollzeit beschäftigt gewesen bin. Dann natürlich noch die Twitch-Streams mit dazu, die ich auch gar nicht irgendwie habe schleifen lassen. Wirklich, wir haben dieses Jahr so krass durchgezogen bis im August, aber halt, dass ich halt dadurch, weil ich eben alles so krass durchgezogen habe, mir es auf der Arbeit mental nicht gut ging, plus kein Social Life zu haben, weil ich eben die ganze Zeit Stress hatte mit YouTube und Freunde, das alles im Zusammenspiel hat mich dann irgendwie in eine sehr, sehr depressive Phase gebracht, weil ich dann im August wirklich mal in so ein Loch gesteckt habe, was eigentlich gar nicht meine Art ist. Eigentlich bin ich immer relativ positiv gelaunt so vom Kopf her. Klar, ich bin ein krasser Overthinker, zerdenke mir oft irgendwelche Szenarien bis ins kleinste Detail, bis ich mir das absolut schlecht geredet habe. Das ist schon Standard bei mir, aber in erster Linie würde ich schon sagen, dass ich eher positiv gestimmt bin. Und dann hatte ich im August wirklich das erste Mal gehabt, dass ich komplett motivationslos gewesen bin. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt, YouTube-Videos zu schneiden. Ich hatte keinen Bock gehabt, morgens aufzustehen. Ich hatte keinen Bock auf irgendwas gehabt, keinen Bock auf Darts, keinen Bock, Freunde zu treffen. Ich habe keinen Bock auf irgendwas gehabt und musste einen harten Cut ziehen. Habe mich dann tatsächlich auch erstmal krank schreiben lassen von der Arbeit. Habe dann auch in naher Zukunft einfach gekündigt dort, ohne was Neues erstmal zu haben. Das möchte ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist, glaube ich, wirklich das Größte, was ich dieses Jahr gelernt habe. Achtet auf eure mentale Gesundheit. Wenn es euch nicht gut geht im Job, wenn es euch im privaten Umfeld nicht gut geht, was irgendwelche Bekanntschaften betrifft, ob es jetzt Freunde sind, ob es irgendwelche anderen Leute sind, mit denen ihr viel zu tun habt, soweit es geht, minimiert da den Kontakt oder brecht den Kontakt komplett ab. Steigt aus eurem Beruf aus, Freunde. Wirklich, es gibt nichts Wichtigeres, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwas anderes zu machen. Wenn ihr die Möglichkeit haben, wirklich auch ein paar Monate noch irgendwie zu überleben ohne einen Job. Freunde, wirklich, geht da raus so schnell es geht, weil das ist wirklich eine der schlimmsten Sachen gewesen, glaube ich, die ich jemals zurückbekommen habe. Diese depressive Phase. Ich möchte es nicht als Depression betiteln, weil ich weiß nicht, ob es wirklich eine Depression gewesen ist. Ich glaube, eine Depression könnte noch mal schlimmer sein. Aber allein diese depressive Phase, die es ja miterlebt zu haben, das war, glaube ich, wirklich das Schlimmste, was ich jemals hatte. Einfach für nichts mehr Motivation zu haben und mein Leben wie durch eine Fensterscheibe durchzusehen, wie als ob ich das Leben eines anderen sehen würde, weil, wie gesagt, das war ja im August gewesen, diese depressive Phase, und im August war ja auch diese Zeit gewesen, wo ich, wie ich ja gerade gesagt habe, mit Brian Jeffries, Sammy Jojo, mit Chiara, Celine, Lucine, wo wir alle gemeinsam über die Messen gelaufen sind, wirklich drei Wochenenden back-to-back einfach die geilste Zeit überhaupt hatten und ich dort auch größtenteils abschalten konnte, hin und wieder vielleicht auch vor Ort in so eine kleine depressive Phase gefallen bin, aber wirklich im Großen und Ganzen das Wochenende immer genießen konnte, aber sobald dann dieses Wochenende vorbei gewesen ist, meistens sogar schon bereits auf der Rückfahrt von den Conventions, war das so gewesen, als ob ich diese Erinnerungen nicht abgespeichert hätte in meinem Kopf. Als ob das gar nicht so meine eigenen Erinnerungen jetzt wären, sondern ich diese Erinnerungen wie durch einen Schleier, wie durch einen Nebel, wie durch eine Fensterscheibe. Kennt ihr dieses Meme, wo Thaddäus irgendwie nach draußen guckt? Und so habe ich mich gefühlt irgendwie, dass ich Thaddäus bin und einfach auf das Leben eines anderen blicke, obwohl es meine eigenen Erinnerungen waren. Und ich mit diesen Erinnerungen, die ich zwar selber gemacht habe, aber ich die nicht mehr mit irgendwelchen Gefühlen verbinden konnte. Und das war so ein ekelhaftes Gefühl gewesen, weil ich weiß, es war voll die geile Zeit gewesen, aber ich konnte das zu der Zeit nicht mit irgendwelchen Gefühlen verbinden, einfach weil ich diese depressive Wolke in meinem Kopf hatte und das war überhaupt nicht cool gewesen. Mittlerweile kann ich zum Glück sagen, dass ich daraus rausgekommen bin, dass es mir viel, viel besser geht und dass ich mittlerweile auch wieder Gefühle habe in dieser Erinnerung, die da entstanden sind und ich voll Bock habe, schon auf nächstes Jahr die gleichen Erinnerungen oder ähnliche Erinnerungen wieder zu sammeln, weil ich voll Bock drauf hatte, dass mit die geilste Zeit des Jahres ja an sich gewesen ist. Allerdings durch die depressive Phase ich das einfach in dem Moment nicht genießen konnte und dass das alles ein bisschen runtergezogen hat. Aber Freunde, wirklich, achtet auf eure mentale Gesundheit und wenn ihr wisst, was diese Phase auslöst, und bei mir war es eben der Job gewesen, bei mir war es, dass ich 100% krass in YouTube reingegangen bin etc. Wenn ihr wisst, was diese Auslöser
sind dafür, dann Freunde, gebt alles dafür, das zu ändern, gebt alles dafür, da rauszukommen, weil ich habe in dem Moment wirklich mein ganzes Leben umgestellt. Ich habe YouTube erstmal hinten angestellt, ich habe gar nichts mehr an YouTube geschnitten. Es fällt mir heute noch schwer, mich zu YouTube zu motivieren, aber dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Ich habe meinen Job einfach so gekündigt, ich habe mein ganzes Privatleben umgestellt, auch mit privaten Leuten, mit denen wir eigentlich jede Woche was zu tun hatten, wo es aber immer wieder zu Missverständnissen kam und die mich dann auch immer in so ein kleines Loch geworfen haben. Ich habe überall erstmal den Kontakt wirklich reduziert, minimiert, wenn nicht sogar abgebrochen komplett, einfach um erstmal selber mental wieder auf ein Niveau zu kommen, wo ich sage, okay, ich komme jetzt wieder selber auf mein Leben klar und ey, ich kann wieder ganz normal denken und ey, ich kann auch wieder Sachen ab, ich kann wieder kleine Missverständnisse verarbeiten etc. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich da auch mit anderen Hobbys wieder abgelenkt, ich habe wieder meinen Fokus auf Darts gelegt, ich habe andere Sachen privat gemacht, was habe ich überhaupt alles gemacht in der Zeit? Ich habe wirklich auch privat wieder mehr Zeit mit Freunden mal verbracht zu der Zeit, ich habe wieder mal mehr Filme geguckt auch privat, ich habe Serien wieder angefangen, ich habe wirklich mein ganzes privates Leben umgestellt und ich glaube, das war wirklich mega wichtig gewesen, dort wirklich einen harten Cut zu ziehen, alles wirklich erstmal hinzuwerfen, also hinzuwerfen in Anführungszeichen, aber wirklich auch den Job wirklich hinzuwerfen, das war die beste Entscheidung meines Lebens, weil danach ging es nur noch bergauf und Freunde, mittlerweile kann ich sagen, ich bin wieder auf einem absolut guten Niveau mental und dafür bin ich auch mega, mega dankbar, dass sich das Jahr bei mir so krass entwickelt hat und ich auch so viel über mich selber lernen konnte. Darauf müssen wir auch gleich noch mal ein bisschen eingehen. Jetzt erstmal, was nach meinem Job passiert ist. Und zwar, Freunde, in der Vergangenheit habe ich eigentlich immer meinen Job, mein berufliches Verhältnis ja relativ privat gehalten. Ich habe eigentlich nie irgendwas darüber verloren. Allerdings da, wo ich heute bin, muss ich das eigentlich erzählen, beziehungsweise möchte ich das auch erzählen, weil es eigentlich Hand in Hand geht mit meinem öffentlichen Leben. Und zwar, wisst ihr ja, ich habe meinen Job gekündigt, ohne etwas Neues zu haben. Allerdings zufälligerweise direkt ganz, 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 ganz kurze Zeit später, ein paar Tage danach, hatte ich ein Vorstellungsgespräch bei meinem Partner Loot gehabt. Ihr wisst es, letztes Jahr, ich bin Loot Partner geworden, stehe komplett dahinter, richtig, richtig geiles Ding. Und dort hatte ich ein Bewerbungsgespräch gehabt, weil die einen Content Creator gesucht hatten, wo ich mich einfach mal spontan drauf beworben habe. Und das lief so krass gut, habe dann auch relativ schnell meine Zusage bekommen. Und seit Oktober arbeite ich dort und Freunde, es könnte mir nicht besser gehen. Ich habe wirklich gefühlt meinen absoluten Traumjob gefunden und es ist genau das Gegenteil von dem, was ich als letztes gemacht habe, weil ich weiß genau, was meine Aufgaben sind. Ich bin in so einem krass offenen Team. Ich habe so coole Arbeitskollegen. Ich habe wirklich Arbeitskollegen, die genau meinen Humor verstehen. Ich muss mich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben auf der Arbeit nicht irgendwie verstellen, um irgendwie einen, wisst ihr, so einen seriösen Eindruck zu machen, um irgendwie in eine Rolle reinzuschlüpfen und einen guten Eindruck zu machen, immer so eine gewisse Wortwahl zu benutzen. Klar, Freunde, ich kann da jetzt nicht irgendwie richtig asozial sein, aber ich kann zumindest so weit ich selber sein, dass ich sage, ey, ich habe dort genau meinen Humor, ich kann dort meinen Humor bringen und man kann dort einfach mit jedem locker reden. Man ist eigentlich auch mit jedem so ein bisschen befreundet auch und Freunde, es ist so krass cool, in so einem Arbeitsverhältnis mal drin zu sein, sich einfach angenommen fühlt, so wie man ist. Man muss sich nicht verstellen, man muss irgendwie nicht Angst haben. Ich muss auch keine Angst haben, dass mich jemand verurteilt, weil ich vegan bin. Ich muss keine große Angst haben, dass mich jemand für irgendwas verurteilt, weil ich so bin, wie ich bin, sondern ich kann dort einfach ich selber sein. Dazu noch kann ich meine Leidenschaft ausleben mit Content Creating. Ich kann Instagram-Content produzieren. Ich kann für Loot streamen. Freunde, nächstes Jahr, es werden so krasse Sachen auf euch zukommen. Ihr seid dafür gar nicht bereit, was nächstes Jahr alles mit Loot gemeinsam auf die Beine gestellt werden wird. Freunde, das wird richtig, richtig cool werden. Und ich kann einfach nur sagen, dass mich wahrscheinlich auch meine Arbeit sehr krass aus diesem Loch dann rausgeholt hat, dass ich mittlerweile mein Leben einfach absolut am Genießen bin. Und zum ersten Mal, glaube ich, auch jetzt seit langer, langer Zeit mein Arbeitsleben so komplett genießen kann, weil ich dort einfach ich selber sein kann und ich dort mich einfach ultra krass wohlfühle und sagen würde, ey, ja, das ist mein absoluter Traumjob, weil ich es einfach liebe, dort zu arbeiten und ich einfach die Leute dort auch mega liebe. So, und dann kommen wir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen dazu, was alles nächstes Jahr passieren wird. Freunde, nächstes Jahr, ich habe es ganz, ganz oft so aus Spaß gesagt, nächstes Jahr wird das Jahr des Animag 24 werden, 2024. Die Zahl ist auf unserer Seite. Nächstes Jahr wird das große Jahr des Animag 24. Und es sieht aktuell auch alles daraus, dass das wirklich so eintreffen wird, weil wir, glaube ich, Möglichkeiten haben werden oder Sachen auf die Beine stellen werden, die ich wirklich vorher nicht so krass für möglich gehalten habe. Ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen. Ich kann nur sagen, Freunde, vor allem mit Loot werden so krasse Sachen auf die Beine gestellt werden. Freunde, wir werden auch viel in IRL-Streams reingehen. Ich kann es euch sagen, nächstes Jahr wird es einige krasse, krasse IRL-Streams geben. Das ist ja so eine Sache, die ich im Dezember, als wir die Adventskalender geöffnet haben, erstmal nochmal vielen lieben Dank an den Adventskalender, weil ich es selbstverständlich, dass ich dieses Jahr wieder einbekomme von meiner Twitch-Community. Aber dadurch, dass ich dieses Jahr im Dezember sehr viel unterwegs war, in Köln, im Europapark, im Rolantica und dort auch immer IRL-Livestreams kurz mal gemacht habe, wirklich natürlich nur im ganz, ganz oberflächlichen Sinne mal kurz 10, 20 Minuten live gekommen. Aber alleine das war schon so ein kleiner Vorgeschmack gewesen, dass ich weiß, ey, das wird mir nächstes Jahr ultra viel Spaß machen, dass wir einfach mal auf eine Anime-Messe auch mobil online gehen werden. Einfach mal eine ganze Anime-Messe auch streamen werden. Freunde, ich sage euch, nächstes Jahr wird richtig, richtig cool werden. Was das alles betrifft, freut euch auf nächstes Jahr, weil nächstes Jahr wird wirklich das Animag 24 Jahr werden. Ich habe richtig, richtig, richtig Bock darauf. Und dann vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie es jetzt auch wirklich in nächster Zeit direkt weitergehen wird. Und zwar möchte ich auf jeden Fall wieder mehr in YouTube reingehen. Weil ich habe ja YouTube damals reduziert, weil es mir, wie gesagt, mental nicht gut ging. Und ich dann noch gesagt habe, ey, Twitch ist so mein Place to be. Auf Twitch bin ich zu Hause, auf Twitch bin ich bekannt in Anführungszeichen. Auf Twitch ist meine Community, die mir direkt Feedback gibt. Auf Twitch verdiene ich auch ein bisschen Geld, ist ja kein Geheimnis. Und das alles war so der Grund gewesen, auch dass ich auf Twitch immer so direktes Feedback bekommen habe. Warum ich dann gesagt habe, okay, Freunde, wir gehen jetzt erstmal nur Twitch rein und YouTube wird hinten angestellt. Aktuell
aktuell so in den letzten 3 Monaten, finde ich, hat sich allerdings Twitch so ein bisschen in eine Richtung entwickelt, wo ich sage, Twitch und YouTube geben sich bei mir aktuell nicht mehr so krass viel vom Unterschied her. Da ich so sagen würde, ey, ich hätte jetzt auch mal wieder Bock, einfach mehr ins YouTube-Game reinzugehen. Einfach, weil man auf YouTube eben auch diese geilen Erinnerungen hat. Einfach, weil ich auf den Messen eben allein durch meine YouTube-Videos angesprochen worden bin. Eigentlich noch nie durch Twitch, eher durch meine YouTube-Videos haben die Leute mich dort erkannt. Aber auch, weil auf YouTube, wenn ich dort ein Video produziere, das auch immer geil für einen selber ist. Auch für mich, auch für Brian Jeffrey, Samuel Jojo, alle, die uns so privat kennen, ist das eigentlich immer so geil als so kleine Erinnerung, dass man immer wieder mal so aufrufen kann, wo man auch immer wieder so zurückblicken kann, sagen kann, ey Junge, das war geil gewesen. Und so ein Twitch-Stream ist halt immer nur so für den Moment da. Wisst ihr, der wird zwar einen Monat lang gespeichert, aber eigentlich ist Twitch immer nur für den Moment da und für die Leute, die halt genau in dem Moment in den Stream reinkommen. Und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass auf Twitch auch meine Resonanz ein bisschen zurückgegangen ist, dass die Leute eben nicht mehr so aktiv sind auf Twitch, im Chat etc. Und da müsst ihr auch mal kurz meine Sicht sehen, dass ich mich halt dann immer so jeden Abend dort hinsetze, 3-4 Stunden lang Content plane, mich selber voll hype auf den Stream. Und wenn dann halt im Chat relativ wenig los ist, wenn ich halt trotzdem jetzt diese Zeit investiere in YouTube-Videos mal wieder rein, da habe ich auf YouTube wenigstens auch Hashtag egoistisch, und ihr wisst es, 1W24 ist egoistisch und Pay-to-Lose und alles mögliche, da ich auf YouTube zumindest noch eine Erinnerung für mich selber dann mitnehme. Und wenn halt im Twitch-Chat nicht mehr so eine krasse Stimmung in letzter Zeit vorhanden war, da ich halt mal wieder Bock habe, einfach mehr meinen Fokus einfach auf YouTube mal wieder ein bisschen zu legen. Das heißt nicht, dass ich mit Twitch aufhöre, vor allem werden trotzdem jede Woche auf Twitch weiterhin streamen. Das soll jetzt kein irgendwie sein, yo Freunde, meine Twitch-Karriere ist jetzt beendet, das auf gar keinen Fall. Aber ich möchte einfach so sagen, dass ich Twitch mal wieder ein bisschen reduzieren möchte, um einfach mal wieder YouTube auch ein bisschen Raum zu geben und auch wieder auf YouTube geilen Content zu produzieren, dass einfach da mal wieder das Verhältnis ein bisschen verlagert wird von Twitch auf YouTube, dass wir nächstes Mal wieder ein bisschen mehr in YouTube reingehen und vielleicht auf Twitch die Streams ein wenig reduzieren werden. Freunde, ich habe ultra Bock auf Twitch jetzt erstmal in Shiny Hand reinzugehen. Wir werden Diamant und Perl Shiny Hand reingehen, das auf jeden Fall, aber nicht mehr in der Häufigkeit. Ich habe es am Anfang von dem Video, glaube ich, gesagt gehabt, dass ich dieses Jahr mehr als jeden zweiten Tag online war auf Twitch im Durchschnitt her, und das wird jetzt erstmal nicht mehr der Fall sein. Ich werde einmal die Woche wahrscheinlich für Loot streamen und dann vielleicht noch 2 Streams auf meinem Kanal raushauen, einfach um da mein Leben auch wieder mal ein bisschen mehr auf mein Social Life zu bekommen, dass ich mehr mit Freunden machen kann, mehr privat erleben kann etc., aber halt auch um einfach mehr Zeit mal wieder für YouTube zu haben, weil ich da ultra Bock drauf habe und wir dann am Ende auch dann vielleicht mal wieder wöchentlich, möchte ich nicht versprechen, aber vielleicht mal wöchentlich ein geiles YouTube-Video auf die Beine bekommen. Hätte ich absolut Bock drauf, auf jeden Fall. Ansonsten kurz nochmal ein bisschen Selbstreflexion zum Ende des Jahres. Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich sehr, sehr, sehr viel über mich selbst gelernt und auch sehr viel gesehen, wie ich mich selber weiterentwickelt habe. Das betrifft einerseits mein Selbstbewusstsein, dass ich es mal wieder geschafft habe, mein Selbstbewusstsein zu steigern, oder ich einfach gesehen habe, wie sehr mein Selbstbewusstsein gestiegen ist die letzten Jahre. Wenn wir uns mal die ersten Videos von mir angucken, Hashtag Ausrufezeichen Freundin in den Chat, sieht man ja auch, wie ruhig ich noch vor der Kamera gewesen bin und wie unsicher ich damals auch in meinem realen Leben gewesen bin von meiner Art her. Und das hat sich einfach mittlerweile sehr krass verbessert, auch wenn ich dran denke, wenn ich neue Leute auf Messen kennengelernt habe, Freunde von Freunden etc. und ich mich denen halt einfach im Anime-Vibe vorgestellt habe, wirklich einfach halt rausgehauen habe, wie ich bin, einfach bei jedem irgendwie einen Wortwitz rausgehauen habe oder einfach komplett offen auf die Leute zugegangen bin und ich mal schon gemerkt habe, okay, die feiern das gerade so gar nicht ab, die finden das gerade sehr, sehr cringe, was ich hier mache, sehr, sehr unangenehm, die feiern das gar nicht, wie ich drauf bin. Und bei mir das in dem Moment einfach egal gewesen, dass ich jetzt nicht so dachte, ey, das war gerade voll cringe von mir gewesen oder ey, mir muss jetzt hier irgendwas peinlich sein oder so. Ich bin einfach so, wie ich bin und ich kann einfach so raushauen, wie ich bin, aber einfach, dass ich das selber erlebt habe, dass ich da sehr, sehr viel zu mir selber stehen kann, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht dieses Jahr. Oder halt auch, dass ich so selbstreflektiert bin und auch direkt mitbekommen habe, was in meinem Leben nicht gepasst hat, als es da in diese depressive Phase reinging, dass ich das direkt so einordnen konnte, okay, was tut mir gerade gut, was tut mir gar nicht gut. Das ist mega, mega wichtig für mich gewesen, dass ich das direkt so beurteilen konnte, okay, was muss ich hier reduzieren, um wieder auf einen besseren Pfad zu kommen, und einfach da auch so bodenständig geblieben bin, ohne jetzt hier irgendwie die Schuld auf alles Mögliche zu schieben, sondern wirklich selber direkt beurteilen konnte, okay, was mache ich weiter und was möchte ich erstmal anders probieren. Auch das war mega wichtig gewesen für mich selber. Und natürlich auch hier die Freundschaft mit Brian Jeffrey, Samuel Jojo, dass ich mit den Jungs auch über alles reden kann. Motto Lustig ist da eigentlich auch komplett mit dabei. Super Chicks natürlich auch meine beste Freundin. Einfach, dass ich mit diesen Leuten über alles Mögliche in meinem Leben reden kann, was passiert, wenn ich irgendwelche Zweifel habe, wenn ich mir bei irgendetwas unsicher bin auch mal, aber auch einfach bei Sachen, die mich beschäftigen oder auch Sachen, die mich aufregen, und wirklich auch ganz offen raushauen kann, was ich denke, dass wir da wirklich so erwachsen sind und einfach über alles reden können, alles raushauen können. Einfach auch so offen sind in der Gesellschaft, Hashtag Max Schradin. Nee, aber da wirklich, dass ich mit denen einfach über alles reden kann, oder irgendwie zu denken, ey, okay, da wird mir jetzt für irgendwas verurteilt oder so. Das ist mega wichtig. Und deshalb, Freunde, zum Abschluss dieses krassen Videos auch nochmal vielen lieben Dank jetzt in die ganze Runde. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer, die irgendwie hinter mir standen, die das Jahr hier mit mir begleitet haben. Dabei an alle Zuschauer, die mich auf Twitch unterstützt haben, die auf Twitch Subs sind etc. Wirklich, die immer wieder in den Twitch-Chat auch reinschauen. An alle YouTube-Zuschauer, deren Namen ich vielleicht gar nicht kenne. An alle ruhigen Zuschauer, die vielleicht wirklich nur auf YouTube zugucken, von denen ich gar keine Ahnung habe, dass es die gibt. Aber wirklich auch vielen lieben Dank an euch, dass ihr diese Videos hier feiert. Vielen lieben Dank an Superchicks, meine Managerin, dass mir immer wieder zugehört wird. Dass du Sachen planst, dass du immer hinter mir stehst und mir immer deine Meinung
Meinung geben kannst, wenn ich irgendwo einen Rat brauche. Danke auch an Motto Lustig, dass wir einfach so eine krasse Bindung mittlerweile haben. Wirklich aus einer Twitch-Freundschaft jetzt auch so eine krasse private Freundschaft entstanden ist. Das ist wirklich auch richtig, richtig cool. Vielen Dank natürlich auch an Brian Jeffrey und Sammy Jojo, dass ihr beiden wieder meine Videos absolut hier aufs nächste Level gebracht habt. Mit den Vlogs im Sommer, mit allen möglichen, auch wenn wir privat miteinander unterwegs sind. Die ganzen Autofahrten, die wir miteinander haben, wenn wir da immer so komplett ausrasten, mit Kopfkino, mit irgendwas ausdenken, unsere Real Talks, wie hinter mir steht, wirklich wie man euch sagt, ey, man hat Interesse an einem Mädchen. Freunde, jetzt hau ich hier richtig raus, wie man Interesse an einem Mädchen hat und diese beiden wirklich Experten darin sind, perfekte Momente zu erschaffen. Wirklich, wenn man da gemeinsam am Tisch sitzt und die beiden stehen einfach auf. Freunde, ich habe jetzt hier komplett raus, aber wirklich, diese beiden Jungs stehen einfach auf, damit Anja 25 mit besagten Mädchen alleine am Tisch sitzt. Freunde, das ist geil, das ist eine geile Freundschaft und Freunde, solche Freunde wünsche ich jedem von euch im Leben, dass ihr wirklich solche Freunde habt, die euch wirklich bei allem unterstützen, was ihr habt im Leben, bei allem, was euch am Herzen liegt, dass die Jungs euch so unterstützen, eure Freunde, sorry, hier Hashtag gendermäßig, dass eure FreundInnen euch so weit unterstützen, wie es nur geht, weil diese beiden sind wirklich wahre Geschenke, wahre Goldstücke, dass die mich bei allem unterstützen, was bei mir abgeht im Leben, obwohl wir nicht so krass viel machen privat, Freunde, wirklich das meiste, was wir machen, seht ihr immer in Instagram-Stories und Twitch und YouTube. Ansonsten machen wir sonst auch nicht so viel privat, was mir mega leid tut eigentlich. Aber wirklich, das sind wirklich so krasse Freunde, die beiden. Es ist wirklich ein Traum, solche Freunde zu haben. Und natürlich auch einen ganz, ganz großen Dank wieder an meine Familie zu Hause, dass ich überhaupt dort streamen kann, in der Lautstärke, wie es ist, was auch immer auch ein Grund, warum ich nicht ausgezogen bin. Wenn ich ausziehen würde, Freunde, welcher Nachbar oben, unter mir, neben mir, würde diese Lautstärke aushalten? Ich glaube, keiner. Deshalb auch hier wieder vielen lieben Dank und Freunde, bald mal ein bisschen Liebe in den Chat für meine Familie, dass sie das so aushalten und so hinter mir stehen und auch wirklich alles eigentlich so supporten, was ich mache hier auf YouTube und Twitch. Wirklich auch vielen lieben Dank an der Stelle an meine Familie zu Hause. Freunde, fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Ich wünsche euch jetzt allen einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Und guck mal, jetzt ist das Video doch relativ lang geworden, dafür, dass ich eigentlich auf nichts so krass eingegangen bin, außer auf die drei größten Sachen mit Hashtag erkannt werden, Darts-Turnier und Depression im Sommer. Eigentlich habe ich nur diese drei Themen so groß behandelt und trotzdem, guck mal, hätte ich jetzt hier diese ganzen 9 Seiten ausführlich besprochen, jede Kleinigkeit, dann wäre das Video dieses Jahres längst überhaupt geworden. So allerdings ist das noch im Rahmen geblieben und ungefähr so lang, glaube ich, wie letztes Jahr geworden. Vielen lieben Dank. Ich freue mich ultra auf nächstes Jahr, das Animike 24 Jahr. Wir nächstes Jahr geschehen. Freunde, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ganz, ganz viel Liebe geht raus an euch. Und ich hoffe jetzt, ihr habt ein wunderschönes Silvester, einen guten Start ins neue Jahr. Und sehen wir uns im neuen Jahr wieder mit neuen Vlogs, mit neuen Videos, mit neuen Twitch-Streams. Freunde, es wird richtig krass werden. Ich hab euch lieb. Freunde, fühlt euch gedrückt. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao, ciao.